Guten Tag, ich komme von Magda FTV. Ich wollte Ihnen noch Fragen stellen zu Berlin. Sehr gerne. Wo fühlen Sie sich in Berlin zu Hause? Gibt es auch Heimatgefühl? Ja, also zu Hause fühle ich mich in meinem Kiez. Das ist in Berlin-Kreuzberg, aber auch in Spandau. Da bin ich nämlich geboren und aufgewachsen. Und ja, also Lichtenberg arbeitet, fühle ich mich auch nicht ganz so zu Hause, aber es gibt so ein paar Ecken, wo ich doch ganz gerne bin und Heimatgefühle. Naja, also wie gesagt, ich wohne in Kreuzberg, ist aber nicht wirklich meine Heimat, so Heimatgefühle. Ist schon ein bisschen spannender. Okay. Verändert sich der Kiez, in dem Sie arbeiten und leben? Ja, wie ich gerade gesagt habe, das sind ja zwei Kieze, also arbeiten tue ich in Lichtenberg, in der Gut-Linde-Straße, beim Betriebsgelände der BVG. Und dahinter, Herzberge, war früher mal ein Krankenhaus, glaube ich, da wird jetzt eine große neue Wohnsiedlung gebaut und das merkt man schon, also das verändert sich schon ganz schön viel. Ja. Wie denken andere darüber, die bei Ihnen vorbeikommen? Ja, bei uns sind ja viele Jugendliche und auch die hier in Lichtenberg aufgewachsen sind und die merken halt auch schon, dass sich der Bezirk sehr verändert. Und also einerseits, glaube ich, finden sie es ganz spannend, weil zum Beispiel dann auch sowas wie das Magda Caritas Jugendzentrum neu entsteht, aber machen sich natürlich auch Gedanken, ob sie mit der Familie dann noch weiter wohnen können. Okay, was sollte sich in Ihrer Meinung Berlin weiterentwickeln? Och, also Berlin weiterentwickeln, ich glaube, es müssten halt mehr Wohnungen gebaut werden, damit man wieder billiger wohnen kann in der Stadt. Und Berlin sollte sich nicht mal so darauf ausruhen, was die Welt glaubt von Berlin, weil sonst wird es irgendwann eine andere Stadt werden, sondern muss sich mal ein bisschen anstrengen, so was Kultur angeht und so wieder ein bisschen was Neues auch auf die Beine zu stellen. Was wünschen Sie sich für Ihre eigene Zukunft in der Stadt? Friede, Freude, Eierkuchen. Das wäre alles. Ja, vielen Dank, war sehr schön. Okay. Tschüss! Wo fühlen Sie sich in Berlin zu Hause? Gibt es da Heimatgefühle? Ich fühle mich in Berlin-Neukölln zu Hause, speziell in der Hightech-Siedlung an der Grenze zu Köpenick, weil ich da aufgewachsen bin seit 23 Jahren und quasi dort geboren bin, meine Freunde da habe, alles drum und dran. Man kennt jeden, jeder kennt jeden dort, deswegen fühlt es sich dort heimisch an. Verändert sich gerade der Kiez, in dem Sie arbeiten und leben? Ja, der verändert sich tatsächlich, eher aber in die positive Richtung, denn die Kriminalitätsrate ist dort gesunken im Vergleich zu den letzten Jahren. Und das kann ich darauf hindeuten, dass die Jugendarbeit, die Streetworker dort sehr, sehr gute Arbeit leisten und die Kids und die Jugendlichen von der Kriminalität wegbringen. Das klingt doch gut. Wie denken andere darüber, die bei Ihnen vorbeikommen? Also dadurch, dass ich in der Hightech-Siedlung, wie am Anfang gesagt habe, lebe, die ist in den öffentlichen Medien etabliert aufgrund der Serie 4 Blocks, die auf Netflix sehr, sehr große Reichweite generiert hat. Und jeder, in Anführungsstriche, Fremder, die dort hingehen, denken, dass dort ein Ghetto ist, Kriminalität hoch, Drogendeals etc. pp. Und die haben eher Angst, die Siedlung zu betreten, obwohl es gar nicht der Wahrheit entspricht. Wie sollte sich Berlin Ihrer Meinung nach weiterentwickeln? Meiner Meinung nach sollten mehr Gelder in die Jugendarbeit gesteckt werden, damit die Jugendlichen mehr Projekte haben und mehr Projekte wahrnehmen können und somit halt von dem
kriminellen Gefühlen wegkommen. Was wünschen Sie sich für Ihre eigene Zukunft in der Stadt? Für die eigene Zukunft in meiner Stadt? Auf jeden Fall einen Arbeitsplatz zu bekommen als Erzieher, weil ich gerade dabei bin, meine Erzieherausbildung zu machen. Und es gerade sehr, sehr viele Erzieher gibt. Und ich große Angst davor habe, keinen Job zu finden hier in Berlin und deswegen ausziehen müsste, obwohl ich hierbleiben will gerne. Okay, vielen Dank für das Interview. Gern geschehen.